Américain. Aus Grenoble in Frankreich. Die beiden haben einen Doppelsalto drin, den bringen sie gleich am Anfang. Den Doppelsalto rückwärts, dann kommen vorwärts Salti. Die Paare tanzen also jetzt nach eigener Musik. Maximale Dauer 2 Minuten und 15 Sekunden und die Geschwindigkeit, wie gesagt, 48 bis 50 Takte. Hier der Salto, der gestreckte Salto rückwärts. Idmont. Jetzt Kustov und Redjakova. Das junge Paar aus Moskau. Fangen an mit Doppelsalto rückwärts und dann Doppelsalto vorwärts. Da gab es einen leichten Hänger beim Todesschuss und dann aber viel schwerwiegender einen Taktfehler nach einer Akrobatikfigur. Jetzt hier nochmal, der Doppelsalto rückwärts gehockt. Es ist dann schwer wieder reinzukommen, aber jetzt Peter Fenkel und Birgit Hartmann. Gleich am Anfang haben sie die Höchstschwierigkeiten drin.
Doppelsalto rückwärts, Doppelschraube. Noch ein Doppelsalto rückwärts und ein Doppelsalto vorwärts. Unterschied bei dem Rückwärts, einmal von der Schulter, Bettarini, einmal als Einsteiger aus den Händen. Henkel Hartmann, unbestritten mit den Höchstschwierigkeiten. Hier kommt nochmal der Bettarini. Abgang von der Schulter, Doppelsalto rückwärts. Aber auch zwischen den Höchstschwierigkeiten sind die beiden tänzerisch eleganter geworden. Jetzt Lobkov, Rukosujewa. Auch die fangen an mit Doppelschraube, mit Doppelsalto rückwärts und dann kommt der Doppelsalto vorwärts. Der 34-jährige Jaroslav Lobkov, der gerne in Deutschland als Trainer arbeiten würde, und seine 17 Jahre alte Jelena Rukosujewa.